Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zum Update vom 6. Februar 2019. Das erste große Neue, was diese Woche reingekommen ist, dass die Soul Rider Quest endlich weitergehen. Es ist der zweite Teil von 3. Der dritte folgt auch noch in einigen Wochen, wahrscheinlich entweder in 2 oder in 3 Wochen. Ich lass mich überraschen. Viel erwarte ich aktuell von dem Update nicht, aus dem einfachen Grund. Das letzte ist auch schon so gering ausgefallen, sag ich mal. Und was auch ein Problem an der ganzen Sache ist, was ich glaube, ist, dass wir jetzt wirklich auch nur, was die beschrieben haben, dass wir so ein paar Hintergrundwissen hingeklatscht kriegen, wo Lisa und Linda und Alex was über ihre Freundschaft zu Anne erzählen, mehr über Anne erzählen und dass wir dir auch diesen Questteil, glaube ich, höchstwahrscheinlich nicht wieder nach Pandoria gehen, um Anne zu retten. Farah ist auch immer noch da und hat neue Sachen für ihren Shop. Ich werde da jetzt gerade mal schnell kurz reingucken, was es da so Neues gibt. Aber wir haben hier einmal, habe ich die gelben Sachen auch schon komplett gekauft? Nee, gar nicht. Warum wird mir das dann hier nicht angezeigt? Hallo? Ach so! Ach so. Das Gelbe werde ich mir eventuell auch alles noch holen. Ich finde es schön, dass wir jetzt auch Western-Zaumzeuge zu dem Druiden-Set haben. Ja! Was auch da ist, ist der neue Song von Lisa. Und zwar I'll be there for you oder so? Oder I'll be there? I'll be there, ja. I'll be there. Und es ist ja jetzt aufgerufen worden, dass ihr bis, glaube ich, Mitte Februar Zeit dafür habt, ein Musikvideo zu I'll be there zu erstellen. Und die Besten werden dann rausgesucht und in eine Playlist gepackt von Star Stable. Und ich glaube, aus den Besten, die halt auch rausgesucht haben, wollen sie, glaube ich, auch ein eigenes Musikvideo zusammenschneiden. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und dafür sollten jetzt eigentlich noch irgendwann Videosequenzen auf der Website von Star Stable erscheinen. Ich guck mal, ob ich dran teilnehmen werde. Eventuell vielleicht. Mal gucken. So. Ob ich das in eine hübsche Geschichte mit meinen Pferden verpacken kann. Von den vorgegebenen Sachen muss nichts benutzt werden. Man kann auch was Eigenes gestalten. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich was Eigenes gestalten werde und den Rest einfach nicht benutze. Wir schauen mal. Yay! Und der Pferdemarkt ist eröffnet. Er ist im Westkapfischerdorf. Also wenn ihr ein Pferd vom Pferdemarkt kaufen wollt, solltet ihr diese Woche hingehen. Wenn ihr den Pferdemarkt erreichen wollt, ist die Voraussetzung, dass ihr ins Westkapfischerdorf kommt. Weil ansonsten kommt ihr natürlich da nicht hin. Sorry! Das war voll der Erfolg. Das war's dann für heute auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!